Herzlich willkommen, euren Freunde, zurück zu Animal Crossing New Horizons. Im letzten Part haben wir den Knochenhecht gefangen. In diesem Part kümmern wir uns um... Oh Gott, das ist ein Skorpion, Leute. Meint ihr, ich schaffe das? Komm her. Komm. Er kommt nicht. Und zack. Oh mein Gott, ich habe einen Skorpion gefangen. Oh mein Gott. Ja, im letzten Part haben wir den Knochenhecht gemacht. In diesem Part versuchen wir den Piranha und den Arowana zu bekommen. Die sind beide im Fluss. Brauche ich noch eine Angel? Ich kaufe mal sicherheitshalber eine. Ich meine, komm. Komm, können wir ruhig machen. Können wir ruhig machen. Ich habe heute City of Ember geschaut. Ist ein Fantasy-Film von 2008. Der war echt gut. Mir ist nur nicht ganz klar geworden, warum die... Also, woher wussten die, dass es eine Erde existiert? Irgendwie so. Ich wusste nicht, wie sie jetzt darauf gekommen sind, dass sie irgendwie da ausbrechen können aus so einer komischen unterirdischen Staat. Das war ein bisschen seltsam, fand ich, aber sonst war der Film echt gut. Gibt nun leider keine Fortsetzung, wie ich erfahren habe. Wir können mal kurz bei Elle vorbeischauen, ob der ein Dingsy hier hat. Ein Rezeptschirm, das wäre natürlich super. Habe ich das Bild zweimal auf oder was ist da unten? Nee. Keine Ahnung. Ja, tatsächlich ein Rezept, super. Ja, gib mal her, was hast du denn da? Güterhelm, okay, habe ich ihn schon? Ja, ich will jetzt auch probieren. Außerdem war ich eher gestern und heute noch einmal im Vater. Ja. War halt in Ordnung. Ja. Und mit dem habe ich dann gemeinsam meine neue Wohnung angesehen. Wo ich dann Samstag hinziehen werde, deswegen wird es noch ein bisschen schwer mit in dieser Woche mit Aufnehmen und sowas. Im Notfall hätte ich auf jeden Fall noch ein Harry Potter Let's Play, das habe ich letzte Woche aufgenommen. Da ging auch heute versehentlich eine Folge raus, die habe ich aber sofort wieder runtergenommen. Ja, müssen wir mal schauen, wie das wird. Wir gucken mal eben noch nach dem Rezept, bevor wir angeln. Oh, hier haben wir eine blaue Muschel, die ist sehr schön. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut und wichtig. Boah, ich habe gestern, von gestern auf heute, auf so ein, wie nennt man die nochmal? Diese Gartenstühle, da wird dann immer sowas da drauf gelegt, ne? Ich komme gerade echt nicht auf den Namen. Darauf habe ich heute geschlafen. Es war doch bequemer, als ich gedacht hatte, aber ziemlich schmal tatsächlich. Bist du eigentlich irgendwas Neues? Nee, ne? Nee, okay. Ich sag einfach mal nein, ne? Damit ich den nicht fangen muss. No. Oh, Assisa ist da. Oh, hi. Ja, dann kaufe ich natürlich was. Mysteriöse Tapete, bitte. Oh Gott, ich habe überhaupt kein Geld. Okay, dann kaufe ich nichts. So, am Freitag ist ja auch EA. Also es gibt Gerüchte, dass Warner Bros. Dingsbums ihr Studio da verkaufen. Und das würde bedeuten, Harry Potter würde vielleicht an EA gehen, weil die interessieren sich für die. Und noch irgendwas, ich glaube BlizzCon oder nee, Blizzard glaube ich, interessiert sich auch für die Warner Studios. Ich glaube 4 Milliarden oder sowas, irgendwie so um den Dreh. Kann das hinhauen? Auf jeden Fall war das glaube ich die Summe und vielleicht erfahren wir dann von dem Käufer, was mit Harry Potter passiert. Also, ne? Freitag um 1 Uhr, glaube ich, ist die Pressekonferenz, die PK von EA. Ich bin gespannt. Vielleicht
haben sie es ja schon gekauft und dann kommt tatsächlich das neue Harry Potter Game. Das wäre natürlich mega cool, weil EA hat halt früher auch die Harry Potter Spiele gemacht. Ja, würde eigentlich schon naheliegen, wenn die dann zumindest das kaufen würden. Ich hoffe, da wird nicht sowas gemacht wie bei Star Wars Battlefront 2, weil dann würde ich ausrasten. Dann würde ich ausrasten, aber es ist, glaube ich, nicht. Hat EA auch Star Wars Jedi Fallen Order gemacht? Weiß nicht. Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht. Und es tut mir leid, dass hier irgendwie es für mich nur um Harry Potter geht, aber ich bin sowas von gehypt auf dieses Spiel, was noch nicht angekündigt worden ist. Es ist einfach schlimm, Leute. Es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Ich wüsste auch nicht, was ich mein ganzes Leben dann noch machen würde. Außer dieses Spiel da zu spielen. Das wird. Ich glaube, das wird echt mein absolutes Lieblingsgame, Leute. Wirklich. Das kann man so gesehen nämlich viermal durchspielen. Da laut Leaks, jedes Haus seine eigene komplette Questreihe hat. Und das ist natürlich dann echt cool. Dann kann man es wirklich viermal durchspielen und. Wow. Ich bin gespannt. Nee, Pamela. Achso, ich kann ja doch mit ihnen reden. Habt ihr recht. Ich trinke aber mal kurz was. In meiner immer gern Wundertüte habe ich dieses. Diesmal eine ganz spezielle Emotion für dich. Ich kann nicht reden, Leute. Deswegen trinke ich mal was. Außerdem hatte ich gestern drei Pizzen. Scherz, nur zwei große und eine kleine. Aber die Hälfte der großen habe ich heute Morgen gegessen. Zum Frühstück. So, was hast du denn? Eigentlich verwendet man die, wenn man etwas absolut verbockt hat, um sich zu entschuldigen. Aber Hack Mac, man kann die auch super zum Headbangen einsetzen. Und wie du mich überzeugt hast, oh mein Gott. Entschuldigung, oh, Entschuldigung, okay, danke, tschüss. War da nicht ein Fisch? Ach nee, das war ein Stein, ne? Das war ein Stein, was krieg ich da denn schon wieder rum? Achso, da fliegt ja was herum. Okay, okay, Assisa, es tut mir leid, aber ich bin echt pleite, wie es aussieht. Ich bin einfach pleite. So, wir werden heute circa bis 21 Uhr fischen. Das ist mein Ziel. Ich habe keine Köder vorbereitet. Hatte ich jetzt keine Zeit für. Oh, hier haben wir einen Fisch. Ich weiß auch nicht. Ich muss gleich mal kurz die Größen nachgucken. Piranha war klein und dieses Ara-Dingsi-Bumsi. Müssen wir gleich gucken. Ach, Alter. Als ob das 10.000 Mal groß. Groß. Okay, groß. Groß ist natürlich immer schwer hier zu fangen, finde ich. Wenn der Fluss so klein ist. Ich weiß nicht, ob ich den Fluss doch nochmal breiter machen soll. Aber nee, oder? Brauche ich nicht. Eigentlich nicht. So, komm her. Und es ist so warm, Leute. Es ist wirklich warm. Boah. Ein Flussgrunde. Gibt sonst irgendwas Neues? Was habe ich? Ich habe, ich habe irgendwas geschaut. Irgendeinen Liebesfilm habe ich geschaut. Den fand ich so lala. War auf jeden Fall, obwohl war eigentlich doch. Er war echt cooler als gedacht. Ja. Und am Freitag kommt, am Donnerstag kommt The Order Staffel 2 auf Netflix. Da freue ich mich ja mega drauf als Harry Potter Fan. Ja, ne? Könnt ihr auch gerne mal einschalten. Wir können auch mal da oben hingehen. Oh Gott, der Weg ist aber weit bis nach da oben. Stimmt. Stimmt ja. Vielleicht ist hier im See irgendwas. Hier ist gar nichts. Außer Fossilien. Als ob da unten, als ob hier hinten nichts ist. Ein ganz großer Teich und kein Fisch. Okay. Alles klar, alles klar. Dann weiß ich ja, wo ich schon mal nicht angehen gehe. Mann, 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 Mann. Achso, wir sind schon. Da ist ein Fisch. Super. Ist das denn da? Rechts. Warte. Ich hole mir, glaube ich, erstmal das da. Das sieht so seltsam aus.
So, ich muss jetzt aber vorsichtig sein. So. Wo war es? Da war es. So, was ist das? Ein... Achso, Riesenwanz ist das. Achso, okay, okay. Sah echt seltsam aus. So. Fischi. Was haben wir hier? Was haben wir hier für ein Exemplar? Ach, morgen kommt ja das Dead by Daylight jetzt hier raus. Also für euch heute. Da freue ich mich auch schon drauf. Oh, oh Mann, ein Barsch. Was will ich denn mit einem Barsch? Ich brauche hier endlich mal was Gutes. Ja, klau mir nicht meine Arowanas. Nicht klauen. Wo sind die Piranhas? Also früher waren die nicht so selten. Das kann ich aber klipp und klar hier behaupten. Mann, 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 Mann. Ja, Lukas. Ach, Lukas ist auch noch hier im Dorf. Bin hier auf Niemaland. Pilzmöbel, wann kommt ihr geschneit? Ich freue mich auf das DLC, was ich schon gekauft habe und deswegen keine Euros dafür ausgeben muss. Yeah! Eine Dose. Sehr schön. Sehr schön. So, jetzt gib mir hier mal einen ordentlichen Fisch, ja, den ich auch gebrauche. Ja, das wäre nämlich ganz schön. Wenn es den Fisch hier mal geben würde. Aber so sehe ich hier noch... Oh, da ist ein Fisch. Hallo, nicht klauen. Das ist mein Fisch. Oh Gott. Oh, der ist groß. Der ist größer. Ist das ein Lach, ein Lachsalami-Dings? Toll. Dich habe ich gebraucht. Nicht. Ah, guck mal. Oh, hier. Oh, jetzt geht's aber hier los mit den größeren Fischen. Oh, hat auch sofort ange... Oh, der ist kleiner. Das ist ein Barsch, ne? Ja. Wahrscheinlich ein Barsch. Oh, ich habe hier irgendwas. Oh, Fische. Okay, hier. Habe ich doch gern gemacht. Habe ich gern gemacht. Was hatten wir hier nochmal... Achso, den Ritterhelm. Okay. Schön, wie die da alle sitzen. Ich muss gerade aufs Handy gucken, weil Dead by Daylight hat einen Tweet versendet. Oh, ich freue mich auf morgen. Falls ich morgen spiele, aber doch. Doch. So, Piranha, wisst ihr das? Ist auch kein Piranha. Boah, diese Piranhas, ne? Was ist das? Wieso sind die so selten? Ich kann schwören, früher waren die nie selten. Die sind oft gekommen. Oh Gott, da habe ich komplett verkackt. Da habe ich komplett verkackt. Es tut mir leid, Spiel. Das war meine Schuld. Das war eindeutig meine Schuld. Ach komm, dann laufe ich einfach drüber. Ist mir jetzt auch egal. Oh, Ballon. Ballon. Was haben wir hier Schönes? Ich brauche noch ein paar Rezepte. Eine Mini-Strickmütze. Okay. Vielleicht war das Schicksal. Vielleicht bringt mir die Glück. Aber nur vielleicht. Vergesst immer den Namen. Kubiko? Kubiko? Irgendwie so. So. Nee, okay. Jetzt aber. So. Ist auch kein Piranha. Alter, ich finde keine Piranhas. Was ist das? Was ist falsch mit dem Spiel? Wo ist Animal Crossing New Horizons? Da gab es Piranhas Sand am Meer. Wo hier gibt es auch viel, viel mehr Haie, habe ich das Gefühl. Weil früher habe ich nie einen Hai gefangen. Nie. Nie. Irgendwie ging das nicht mit der Angel. Weiß auch nicht. Weil entweder war ich echt viel zu blöd dafür oder ich hatte einfach nur extrem unlucky Pech. Unlucky Pech.
Das ist die neue Steigerung von... Alter! Der hat jetzt fünfmal da dran gehangen, ja? Und wollte nicht runtergehen. Ist ja auch schon wieder hier ein Witz, ey. Ja, für mich ist vieles ein Witz, Leute. Das gebe ich auch gern zu. Habe ich kein Problem mit. So, komm, beiß jetzt an. Danke. Was haben wir hier? Piranha? Auch keine. Karauschu oder so. Ja, war natürlich klar. Alter, was ist das hier? 15 Minuten schon wieder hier am Verzweifeln. Und man bekommt nicht das, was man haben will. Och Mann, ey. Sind wir hier etwa in der Realität? Wo man auch nicht so einfach jeden Fisch bekommt. Pamela, schwing deine Angel wieder weg. Schwing deine Angel. Komm, hol das Lasso raus. Ich... Oh, ne, Seebarsch, oder? Barsch, okay. Nah dran. Ja, Pamela, jetzt darfst du schlafen, alles klar. Assisa, kann ich dir nicht Fische anbieten. Und dafür kriege ich irgendwie coole Sachen von dir. Nein? Okay, dann nicht. Dann nicht. So. Nächster Fisch. War natürlich ein bisschen blöd geworfen. Sagt man geworfen, den Angelhaken werfen? Bei einem hier schwingt man. Schwingt man das, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Wie nennt man das denn? Auswerfen. Man wirft ihn aus. Man wirft den Angelhaken aus. Genau. Hier ist aber auch nichts. Rainer kommt auch nie. Ich weiß nicht, was ich ihm angetan habe. Oh, ich muss niesen. Oh. Ja, danke, danke, Leute, die an Gesundheit gedacht haben, aber es mir jetzt nicht gesagt haben. Oh, der ist klein. Der ist ja klein, wenn das nicht ein Piranha ist. Ist ja gerade gewachsen, ne? Habe ich mir hoffentlich eingebildet. Oh, ein Stein. Oh, Alter. Mann. Mann, 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 Mann. Komm, Animal Crossing Gott. Gib mir doch zumindest einen Fisch für heute. Ich bin auch schon wieder müde. Wir haben gerade nämlich 20.37 Uhr. Habe ich gestern Abend noch irgendeinen Film oder sowas? Ach, habe ich ja gerade gesagt, Dings habe ich geguckt. Das habe ich schon nicht auf dem Handy geguckt, oder? Habe ich das auf dem Handy geguckt? Ich glaube schon. Ja. Als ob ich das auf dem Handy geguckt habe, das glaube ich doch wohl selbst nicht. Meines Wissens nach nicht. Wie habe ich das gestern Morgen hier geguckt? Oh, ich kann euch auch gar nicht den Titel des Films sagen, weil... Fällt mir gerade nicht ein. Ich glaube, ich habe es gestern morgens geguckt. Aber dann, was habe ich denn gestern am Abend geguckt? Ich weiß, irgendeinen Film habe ich tatsächlich geguckt. Aber welcher? Das ist natürlich eine andere Frage, ne? Ja, das habe ich auch. Aber ich habe gestern, glaube ich, eigentlich nur YouTube geguckt. Hier unten einen Film. Habe ich den Film doch gestern geguckt? Okay, Leute, Thema wechseln. Thema Wechsel. Oh. Heute gab es einen neuen Star Wars Trailer. Also gestern. Oh, ist das komisch, wenn man vorproduziert, Leute. Echt, oh Gott, ey. Das ist echt schrecklich. Das Spiel, das befindet sich komplett im Weltraum. Man ist, glaube ich, in der Rebellion oder so. Irgendwie so. Und macht halt diese Luftschiffkämpfe mit richtigen Taktiken und sowas. Also schon cool. Mehr Spieler gibt's auch. Bin mal gespannt, ob ich das vielleicht spielen werde. Weiß ich aber noch nicht. Kommt für PS4, PC und Dings raus. Xbox.
So, komm bitte, Piranha. Mann, was ist das denn? Leute, wir haben Halbzeit, ey. Meine vorgegebenen 40 Minuten sind gleich vorbei, ey. Ist ja hier schon wieder eine Kacke. Einfach eine Kacke. Ach ja, ja gut. Das kann man natürlich auch machen, ne? Oh, als ob ich nochmal Kackdinger da farmen muss. Och, warte mal eben. So, bevor ich jetzt die ganze Zeit diese Blumen hier kaputt mache, sammle ich die mal alle ein für die Laternen. Also die Lampen. So. Wie viel kann ich denn davon eigentlich? 7. 8, 9, 10, 10 wahrscheinlich das Maximum. So. Tschüss. Rest kann kaputt gehen. Ja, so. So, hier haben wir nochmal einen Fischi. Habe ich blöd geworfen. Ja. Der war daneben. Och man, wieso habe ich A gedrückt? Och. Komm bitte. Bitte ein Fisch. Mann, ey. Ich würde auf jeden Fall lieber Mario Kart 8 spielen. Aber ich brauche die Fische. Einfach durchlaufen. Was haben wir morgen für einen Tag? Dienstag, genau. Oh, ich konnte irgendwie die ganze Nacht nicht gut schlafen, Leute. Also irgendwie habe ich mich doch gut gefühlt am Morgen. Ich konnte irgendwie nicht schlafen. Ich bin irgendwie gefühlt jede Stunde aufgewacht und musste was trinken. Ich hatte immer Durst die ganze Zeit, die ganze Nacht über. Das war richtig seltsam. Richtig seltsam. Dann habe ich so ein leichtes Brennen im Rachen gespürt. Oh Gott. Ups. Hab meinen Laptop hier fast runtergeschmissen. Ah, fast ist übertrieben, würde ich sagen. Ich habe ihn berührt, sagen wir so. Sagen wir so, wie es ist, Leute. Oh, wie viel Platz habe ich noch? Ich habe noch Platz für einen Fischi. Oder einen Ballon. Wir entscheiden uns für den Ballon. Ich will nicht, dass das ins Wasser fällt. Komm her, Ballon. Guck mal, ich mache mir auch einen Emoji, ja? Emoji. Ihr Panik. Okay. Super. Was haben wir da schönes? Ich hoffe ein Rezept. Tatsächlich Muschelpochete. Cool. Zeig mal her hier. Wie sieht das denn aus? Jum, nach oben. Oh, eine Tasche. Ah, oh, das ist natürlich cool. So eine Muscheltasche ist schon cool. Ja. Dann gehe ich mal ganz kurz hier meine Sachen verkaufen. Obwohl, ich wollte sie eigentlich erst verkaufen, wenn dieser Fisch-Shiny wieder da ist. Dann schmeiße ich mal alle Fische eben ins Lager. Denn das gibt Money, Money, Money und ich muss keine Kackrüben kaufen und verkaufen gehen. Richtig. Richtig. So. Dann ins Lager. Ich weiß immer noch nicht, wie viel Platz ich habe, aber es macht nichts. Solange alles reinpasst, ist alles super. Und die Mütze hat mir noch kein Glück gebracht, möchte ich mal eben kurz erwähnen. Erwähnen. Und ein Insektenturnier könnte jetzt auch mal langsam kommen. Frag mich, wann das kommt, Leute. Kommt das überhaupt mal? Keine Ahnung.
Achso, den konnte ich nicht lernen. Und den Skorpion. So. Noch 15 Minuten Zeit hier. 15 Minuten Zeit, dann brauche ich aber auch wieder erstmal einen Tag Pause von Animal Crossing. Muss ich morgen dann die Köder besorgen. Ich weiß auch gar nicht, welchen Fisch ich dann überhaupt noch haben will. Das ist mir alles hier viel zu nervig, ey. Meine was hatten wir für einen Mai? War irgendwie alles viel, viel leichter, ey. Waren die Fische nicht alle nur nachts, ey? Och man, ey. Ich drücke immer A. Kann man nicht automatisches Angeln machen, so wie bei diversen Handy-Games, die ich nie spiele? Oh, ich bin aber auch schon wieder müde, Leute. Guck mal, Assisa schläft auch schon. Assisa, okay, jetzt nicht mehr. Jetzt ist sie wieder wach. So, guck mal, die Fische schlafen auch alle. Kommt nämlich keiner mehr. Ich habe auch im Video geguckt, ja. Die waren auf der ersten Ebene. Die waren auf der ersten Ebene. Heißt, hier müsste auch irgendwann mal die Fische kommen. Weil ich raste hier bald nämlich schon dezent aus. Hätte gerne eine Wahrscheinlichkeitenliste. Fände ich viel, viel cooler. Danke. So. Was bist du? Ein Tilapia. Wow. Danke. Dich habe ich aber schon. Aber schön, dass du auch noch existierst. Noch ein Tilapia, was ist denn jetzt hier los? Keine Ahnung. Den ganzen Tag über ist der eigentlich hier. Okay. Ich hab keine Lust, immer nach da hinten hinzulaufen, Leute. Ich gehe jetzt hier oben einmal gucken. Hier haben wir einen. Der ist natürlich Mitte, ist nicht groß. Und ist auch nicht klein. Aber er fühlt sich besser an als dieses Dings der Woomsie da. Ah, okay. Wir gehen wieder runter. Im Notfall müssen wir irgendwann auf der Insel die Fische suchen. Was bist du denn da? Du sahst aber sehr, sehr speziell aus. Oh, Piranha, bist du's? Nee, Karausche. Junge, ey. Junge. Wie oft bekomme ich diese Kackfische, ey? Oh, komplett blöd geschmissen. Oh Mann. Leute, ne, meine Motivation ist jetzt echt gleich im Keller, Leute. Och, ich wollte nicht wechseln. Oh, ich brauch Urlaub. Oh, da bin ich schon müde, ey. Oh, bitte. Wieso? Wieso tust du mir das anspielen? Oh, den habe ich verscheucht, aber der war eh zu groß. Der war ja Miete und nicht normal. Komm, Fischi, nur ein bisschen näher. Hast du ihn gesehen? Nee, ne? Ich glaube nicht.
Netz aber. So, was haben wir hier? Mann. Alle Fische sind schon da. Alle Fische, alle. Ich brauche immer noch zwei Fische. Deswegen sind sie dann wohl doch nicht da. Blume kaputt, Blume betreten. Ich trete alles, was ich sehe. Dieser Fisch hat sich gedreht. Das ist ein See. See gedreht. Reimt sich super. Super reimt sich das. Tilapia, Ipapia, die Papa da, der Lapida ist da, ist da. Ich brauche Urlaub. Ich brauche den Sonnenschein. Wann kann es endlich mal wieder Winter sein? Schnee, Eis und Kälte, die hab ich so gern. Die dumm di da, die lum di da, da bamba lecha bingani. Ich mag die Fische, aber nur wenn sie kommen. Wie ist das Wetter, wenn ich dann komm? Fisch essen lecker leck, ich ess euch aber nicht. Ich beschütze euch, ich beschütze euch, euch, euch. Ihr kommt ins Museum und da bin ich sehr böse. Ich will doch nur einen kleinen Erfolg. Ich hab hier einen Fisch, der ist eine Karausche. Die Schauschede. Ich habe keine Lust mehr auf Angeln. Wieso ist Angeln so kacke? Ich will jetzt Fischi. Die Piranha, die kommt jetzt in meinen. Was ist denn? Oh Gott, ich hab schon wieder gedrückt. Piranha, was reimt sich auf Piranha? Diandra könnte auch ein schöner Name sein. Diandra. Ich bin die Diandra und esse gerne Piranha. Ich will jetzt mal hier einen Fisch angeln, den ich noch suche. Neu. Da ist ein Geschenk, dinki. Ich habe ein Geschenk abgeschossen und da drin war ein Tischspiegel. Und was soll ich eigentlich mit dem Tischspiegel? Wenn ich eigentlich Fische fange? Ich brauche Fisch. Da ist ein Fisch, den schnapp ich mir, komm in meinem Angelhaken. Ich hoffe, du piekst dich sehr. Komm in meine Pfanne, den Barsch, den will ich nicht. Da mache ich den Abmarsch. Wann kann ich gehen? Ich habe noch 7 Minuten. Ich habe noch 7 Minuten Zeit. Komm, gib mir jetzt einen Piranha. Piranha essen. Bla 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 bla. Ich kann nicht die ganze Zeit singen. Deswegen muss ich jetzt mal langsam damit wieder aufhören. Sonst gewöhne ich mir das noch an, Leute. Dann ist jeder Animal Crossing Part nur noch ein Gesinge. Das wäre ja was, ey. Ich habe mich außerdem auf Twitch umbenannt in Moritz Granger. Ne? Wollte ich mal eben erzählen. Kaum habe ich mich umbenannt. 10 Minuten später hackt mich jemand auf einmal auf Twitch. Da dachte ich mir auch nur so, wow, toll. Toll. Ändert man seinen Namen und schon wird man gehackt. Aber eigentlich habe ich die 2 Stufen. Dingsi-Bumsi. So, haben wir noch einen Fisch.
Fange ein Skalar. Oh, das war aber schon eine Aufgabe. Oh. Da haben wir noch einen Fisch. Junge, Junge, ey. Dass man so ein Pech haben kann mit Fischen, ey. Jetzt habe ich hier eine 40 Minuten hier gefischt für gar nichts, ey. Nicht mal irgendein Erfolgserlebnis, Leute, ey. Oh Gott, ich hoffe, es verbessert sich noch, ey. Sonst bin ich aber hier richtig sad. Ich habe auch schon ein paar News zum Pokémon DLC gelesen. Soll genauso hässlich aussehen wie die normale Naturzone. Das war mir auch irgendwie bewusst. Aber hier sieht echt kacke aus. Da hätten sie den Online-Modus echt rausschmeißen können. Beziehungsweise, man bräuchte ja überhaupt keinen Online-Modus. Also, doch, bräuchte man schon. Aber ich meine, ich brauchte jetzt keine anderen Leute, die da dann herumlaufen. Nur für den Online-Modus. Und deswegen sieht ja auch die Map so kacke aus, weil die da alle herumlaufen. Aber die Raids kann man doch auch einfach so einstellen, dass das halt das nur bei Raids Internetverbindung, dass man da nur eine Internetverbindung braucht und nicht hier für da herumlaufen. Weiß ich auch nicht, was die sich dabei gedacht haben. Vielleicht war es am Anfang eine coole Idee, wenn man zu viert nebeneinander sitzt und dann sieht man die alle herumlaufen, aber hat nicht so geklappt, die Idee, Leute. Ich hoffe so auf Remake von Pokémon Platin. Also eher von Diamant und Perl leider. Aber Platin wäre besser gewesen, so wie Smaragd besser gewesen wäre. Aber man kann ja nicht alles haben, ne? So wie ein Arowana und ein Piranha. Ich meine, die Fische sind auch bis September da, beide. Ja. Aber ich hätte sie trotzdem gerne. Oh, was haben wir hier? Ein Seebarsch. Ach, ein Seebarsch ist ja im Meer. Ja, sorry, sorry. Oh, siehst du, die Fische machen mich fertig. Was mache ich hier nur? Ich weiß es doch auch nicht. Selbst im Auto war es heute total warm, ey. Hatte Fenster auf, dann hörte ich aber die Musik nicht mehr. Von meinem Handy. Weil mein Radio ist etwas älter noch. Aber irgendwann gibt es dann auch ein neues Auto. Aber es dauert, glaube ich, noch ein bisschen. So. Immer noch nicht. Ach, Junge, ich raste aus. Ich raste wirklich aus. Ja, dieses Spiel, es macht mich wirklich fertig. Ist mir hier eigentlich noch das Spiegelbild? Nee, man sieht nur den Schatten. Das war früher nicht so. Früher sah man, glaube ich, sein Gesicht da drin. Oh ne, komm, Skorpionchen. Oh, 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 okay. Hab ich verkackt. Der andere Skorpion war schüchterner. Schüchterner? Würde ich sagen. So. Die letzten zwei, drei Fische. Und dann war es das auch mit diesem grandiosen Part. Der überhaupt nichts gebracht hat, finde ich. Aber man kann nicht immer Glück haben, Leute. Masulachs, ey. Uah. Wir gehen nur einmal den Fluss runter und danach war es das auch mit dem Part. Denn dann brauche ich echt erstmal hier Erholung.
Erholung für meine Finger, Erholung für meinen Kopf, für alles, Leute. Was ich mir gleich anschauen möchte, weiß ich nicht. Ich habe ja eigentlich vorgehabt, mal wieder hier Harry Potter alles mal wieder zu sehen, weil das schon echt lange her ist. Aber will ich das machen? Es ist sehr viel Zeit, die dafür dann flöten geht. Mal schauen. Mal schauen, was ich gleich noch gucke. Zum Abschluss des Tages. So. Das war's, Leute. Was eine anstrengende Folge. Und ich habe nichts erreicht, was ich erreichen wollte. Das ist schon sad, Leute. Ich fühle mich sad. Wir sehen uns morgen in Minecraft Dungeons wieder. Und ich hoffe, ihr habt eine angenehme Nacht. Ja. Bis dann. Euer Haselfisch.